Habt ihr nicht eine Annäherungsmine gefunden da am Pump? Wenn da jetzt wirklich was ist, ne? Ey, Marvin, ich will hier, du machst mein Auto kaputt. Ich bin jetzt mal Auto. Warte, ihr nicht am Pump? LOL! Wow, ein Auto ist vor mir explodiert. Hey und willkommen, was geht ab? Es ist mega heiß und jetzt kühlen wir uns richtig ab. Blizzard am Start in GTA mit meinem Bosser und Deko. Was geht? Ja, was geht? Oh, es schneit, das wäre so schön, wenn es auch ein bisschen kälter wird. Ja. Oh, guckt mal hoch. Auf jeden Fall, das ist jetzt hier Blizzard und wir haben eine ganz spezielle Map, die heißt Find the Points. Das heißt, es ist so eine Art Versteckspiel, ja, wo die ganzen Punkte versteckt sind. Wir werden sehen. Es soll. Schneit es nur so wenig? Ja, gerade schon. Aber ich glaube, es wird krasser, oder? Blizzard. Es wird krasser! Oh ja! Oh ja! Alter! Ist das geil! Alter! What? Blizzard-Deko! Was? Alter! Ist das geil! Alter, was passiert hier? Man sieht Gap, wo bist du? Gap. Ich bin auf der anderen Seite! Ich bin der Weiterfahrer! Wo bist du, mein Sohn? Oh, bist du auf der anderen Seite? Hätten wir auf der anderen Seite gemusst? Ich hab keine Ahnung! Alter, ich seh nichts an meinem Auto! Deko, ich hab dich dagegen gedacht! Du hast das auch wow. Alter, was wäre ich überhaupt nichts? Der Typ ist einfach genial. Ich sehe gar nichts mehr. Ungelogen, ich sehe nichts mehr. What? Wow. What? Alter, was? Wow. Bist du? Es ist einfach, ja. Es ist einfach geil. Ich sehe gerade noch eben so meine, die Umrisse vom Auto. Das ist auch nur noch auf einer Seite. Er sagt wie mein Ego. Perspektive. Ja, sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Alter, man sieht ja gar. Wir fahren erstmal weiter. Alter, bin ich im Himmel? Digga, wer ist denn hinten? Alter, ich fahr jetzt mal schön weiter geradeaus. Oh, da haben wir ein Auto erwischt. Leute, ist Kev gerade irgendwo in die Wicken gefahren? Ich bin in die Walahei geflogen. Echt? Alter, du bist sowas von verloren, ey. Du bist sowas Alter. Von verloren. Findest du die Straße überhaupt wieder? Ah! Ja, ich bin gerade drauf. Alter, ist das wie man einfach nichts sieht, aber das ist eben die Challenge, ne? Man muss jetzt die Checkpoints finden. Wow, und ich versuche auch Digga, ich finde das so random, dass die einzelnen noch Autos geil. Auf der Straße fahren. Wow, ich bin einfach gerade irgendwo gegen geknallt. Weil einfach LKWs sieht. Hier überall. Warte, wie viele Punkte haben wir denn? Ich bin eiskalt zwischen zwei Autos durchgefahren, ohne dass ich was gesehen habe. Hä, du musst da hinten hin? Okay, dann muss ich hier abbiegen. Warte mal. Hier. Müssen wir echt hier abbiegen? Ja, hier müssen wir abbiegen. Ey, man kann eigentlich nur auf die Karte schauen, oder? Ja. Ja. Nur mit der Minimap. Wow. Könnte man nicht die eigentlich auch ausmachen? Ja! Nee, da weißt du ja gar nicht, wo du hin musst. Ja, weiß ich sehe den Punkt! Ich sehe den Punkt! Ich bin irgendwo gegengefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich so fahren kann. Ich fahre jetzt einfach querfeld ein, Junge. Ciao. Oh. Das ist meine einzige Chance. LOL. Ob das einfach eine Wand, die man nicht sieht? Ey, querfeld ein funktioniert oder ist hier ein... Ja. Digga, fahr ich jetzt geradeaus? Marvin, ich weiß Bumsfick. Digga, wo bin ich denn? Digga, erstmal die Map aufmachen. Wo müssen wir hin? Alter, wir müssen wieder zurück auf die Autobahn. Nee. Ja. Ah, da hinten? Nee, ich würde sagen, querfeld ein, oder? Querfeld ein? Ja. Ich weiß nicht, am Ende kommst du auf die Autobahn nicht mehr drauf. LOL. Digga, wo bin ich denn überhaupt? Alter, man, es ist einfach so lost. Das ist so lost. Nee, ich bin jetzt... Oh. Schön nach oben fahren, da sieht man wieder was. Endlich sieht man wieder was. Wirklich? Alter, wie sieht das eigentlich von oben aus? Warte mal. Ah. Sieht oben was? Alter, sieht das krass aus von oben. What? Warte mal, wie siehst du das denn? Fahr auf den Mount Chiliad drauf. Da ist einfach Digga, alles weiß. Mount Chiliad, wo ist der Mount Chiliad? Ja, vor allem du fährst doch mit dem Fluss lang. Digga, querfeld ein, hab ich doch gesagt. Digga, schaut euch das an. Irgendwie komme ich hier nach oben. Ich glaube, Licht ist es hier gerade? Digga, aber das Ding nicht, ist, ich will hier Alter. Hochfahren und ich überschlage mich überall und rutsche dann die Scheiße wieder es runter, Alter. Sich. Ja. Leute, jetzt hänge ich an einem Baum fest und muss respawnen. Alter, es lichtet sich. Ich hänge eiskalt so in einem Baum fest, dass ich respawnen muss. Hauptsache, man sieht hier wieder was. Ich scheiß jetzt auf euch alle, ich fahr jetzt zurück auf die scheiß Autobahn, Alter. Ganze also, du Map. Verpasst die gute Show hier oben! Alter! Ja, was soll ich machen, Alter? Ich seh nix! Oh shit! Aber Mount Chiliad hochfahren ist auch nicht so einfach, da kann auch mal schnell was passieren. Ich bin abgerutscht! Nein, ich auch! Lol, so. Lol, so Karma, Alter! So Karma! Nein, jetzt rutsch ich den ganzen Berg runter! Oh mein Gott, ey! Nein, nein! Digga, verpisst euch, ihr NPCs! Nein! Bin ich einfach schneller da, obwohl ich die Autobahn nehme? Doch, die Autobahn ist doch verboten. Hä, wo soll es verboten sein, Alter? Haben wir doch gesagt. Marvin, du bist gar nicht den ganzen Berg runtergefallen, oder? Doch, ich rutsch doch hier immer noch. Das ist Musik in meinen Öhrchen. Hallo. I don't see endlich, anything. Guck mal, da hinten, Alter. Wow. Es ist alles weiß. Deko fährt jetzt, also auf der Autobahn. Aber okay.
Ich habe mein Osiris komplett zerstört, sieht aus wie so ein Matchbox-Auto. Ist jetzt kleiner geworden, besser für dich. Ja, besser ich hab ein wenig verloren. Alter, aber wie kann man sowas einstellen? Alter, das ist einfach... Digga, das warum willst du sowas einstellen? Also ich falle die ganze Zeit runter, weil ich mir die Landschaft begutachte, aber guck mal, es ist alles zu, nur die Berge haben freie Sicht. Ja. Und es ist alles so richtig krass eingenebelt. Dass man sowas überhaupt einstellen kann, das muss ja wirklich Max sein, also... Höchste Blizzard-Stufe eingeschaltet hier. Richtiger Sturm. Wenn die Map startet, dann ist halt besser gar nichts. Und dann muss man es wirklich einfach so lassen. Ja, sonst wäre es ja auch richtig strange gewesen, oder? Ja, genau. Sonst wäre es. Und deswegen ergibt das auch Sinn. Okay, ich muss gleich den Mount Shield runterfahren. Ich darf nicht explodieren. Ach, lol. Alter! Das ist aber wirklich langweilig jetzt auf der Autobahn-Deko, hä? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Okay, runterfahren. Kevin! Du bist ja direkt hinter mir, dann warte ich hier. Aber hier, vor allem ist es langweilig, weil ich hier alleine fahre. Bist schon längst unten, Alter. Digga, was für ein Lappen! Hä? Dann fahre ich jetzt. Und ich spring! Hier drunter ins Nichts! Alter! Mama! Ich springe ins Nichts! Nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen! Ich sehe den Punkt! Ich sehe den Punkt! Oh! Ich bin außen lang gefahren und bin trotzdem als erstes da! Was war noch der leichtere Weg? Ich wollte gerade sagen. Du Kackenhaps, ich verteile jetzt überall Annäherungsminen um den Punkt rum. Oh mein Gott. Ja nicht mehr. Okay, aber hier sieht man viel besser auf der Seite des Berges. Ja, ich sehe hier auch mehr. Ja. Also nein. Hier so schwarze Umrisse. Oh mein Gott. Das Gute ist, ich habe jetzt noch einen Punkt und dann ist das Ziel. Was? Try hatte jetzt eiskalt durch, Digga. Das ist überhaupt nicht gut. Digga, ich bin genauso gefangen wie du hier. Wie, genau so. Ciao. Was? Digga! Der Zug! Ganz ehrlich, nein, ich kletter auf den unsichtbaren Zug! Der ist nicht unsichtbar, du siehst ihn noch nicht. Ich kletter auf den Zug, Marvin! Den seh doch nicht, bin hier weg! Hör auf, Junge! Und gleich bist du tot, Hilfe. Du hast den Punkt nicht eingesammelt. Hilfe. Da kommt noch ein Zug, zwei Züge hintereinander! Ah, ich seh den Zug! Nein! Wo ist Kev? Ich will einsteigen! Digga, ihr seid so gelitten, wenn ihr irgendwo respawnen. Ja, ich bin drauf im Zug. Hi, ciao. Kev! Wer tanzt hier drauf, Marvin? Oh, Digga, komm hier drauf! Nein! Marvin! Warte mal, ich bleib mal stehen, wo muss ich überhaupt hin jetzt? So, ich fahr ins Ziel. Alter, was ist das für eine Epilepsie? Ich kann dir gleich mein Auto wiedergeben. Warte, ich mach dein Auto kaputt. Leute, das ist nett. So, was? Ja. Folge der Explosion. Habt ihr ja nicht eine Annäherungsmine gefunden da am Punkt? Wenn da jetzt wirklich was ist, ne? Ey Marvin, ich wehe, du machst mein Auto kaputt. Ich bin jetzt mal im Auto. Wart ihr noch nicht am Punkt? LOL! Wow, ein Auto ist vor mir explodiert. Du Glücklicher. Wow. Er hat es eiskalt gemacht. Ich weiß nicht, ob da noch mehr liegen, vielleicht. Du solltest achtsam sein. Hast du den Punkt? Noch nicht, warte. Nee, lass uns die Scheiße. Jetzt wird's spannend. Oh. Aber da steht Marvin, der weggesprungen. Ja. Hi! Ah! Digga, du wischst meine Reifen doch eh nicht! Hab ich erwischt, ciao! Da hab ich auch was erwischt! Ist das Deko eigentlich schon vom Ziel, oder? Marvin, warte! Guck mal hier, das ist das Licht von Twilight, was hier rein scheint! Alter! What? Wow! Geil! Ich glaube, ich müsste gleich den vorletzten Punkt sehen. Stell dir vor, es wäre noch. Oh komm, Militärbasis. Nein. Wir fliegen mit Jet. Ich hab mich irgendwo festgesetzt. Keine Sterne. Hä? Ich finde ja nicht mal einen Jet hier. Wie soll ich denn Jet eigentlich finden? Also Verkehr ist aber an. Lol. Ja. Ach was. Also auch wenn man wenig sieht, ein oder zwei Autos habe ich schon mal mitgenommen. So, ich fahr drauf. Müssten hier nicht irgendwo Hangars sein? Hier müsste doch eigentlich. Oh ja, ich bin auch drauf. Nicht explodieren. Ich krieg keine Sterne. Wenn ich einen Hangar habe, kann ich einfach durch den Eingang fahren wie ein Besucher. Dankeschön. Deko hat was! Nee, jetzt erst. Digga, wo? Achso, hier. Boah, vielleicht kann ich Marvin da umbringen. Ich glaube jetzt zu Fuß, bitte nicht. Digga, hör auf damit. Digga, ich bring Kevin. Das? Wieso? Warum nicht? Deko? Du hast doch einen Jet. Ja. Air Cruise los! Frei wie ein Vogel! Und fliegt man jetzt ganz nach oben, mal sehen, ob man die Blizzard-Decke irgendwie weghauen kann. Nein, Kev, das ist meiner. Ey, Junge. Ist da keiner mehr? Ich bin schon zu Fuß gelaufen, extra. Guck mal, was für ein guter. Ah, doch. Ah, Digga, Alter. Die motherfucking dunkel hier alles ist unten. Alter, guck dir alles an, der weiße Mann. Oben. Alles belegt hier von so einer Schneedecke. Digga! Ich hatte den Pump noch nicht.
Wir haben an dir vorbeigeschossen, sei ruhig. Ist klar. Alter. Oh. Deko kann jetzt Punkt. In den Punkt fliegen. Ich hab fast den Boden berührt. Dahin. Marvin hat selbst vorgegangen. Jetzt muss Marvin dazu. Entweder du musst jetzt zurückfahren zum Military Base oder du darfst den Rest mit dem Auto fahren. Digga, ich weiß den Rest mit Auto. Ich flieg jetzt gleich ins Ziel. Wie eine Möwe. Doch wir verlassen die Area. Möwen-Styly, Baby. Boah, geil, Möwen-Styly. Okay, ich hätte den Boden. Das Blizzard hat sich verzogen. Das was? Lol, hier ist echt nichts mehr. Die reichen Gegend am Santa Meer. Monica Pier ist kein Blizzard. Die Reichen haben sich ein Wettergerät gekauft und bringen die Armen um. Und bringen die Armen um. Das ist wahrscheinlich die Pointe, genau. Das ist die Pointe. fahren Sie rein. So, wir sind noch ein bisschen im Nebel gefangen. Das erinnert mich auch hardcore an den Film Der Nebel von Stephen King, dürfte das sein. Richtig geiler Film, by the way. Das ist sogar eine Netflix-Serie. Ja, aber die Scheiße. Ah, wir sind gleich bei Rennen Nummer 2. Da sind wir wieder und diesmal haben wir wieder glänzendes Wetter. Das Wetter haben wir unter uns gelassen, aber Deko und Capsule natürlich immer mit dabei. Also es ist richtig glänzendes Wetter hier in Hannover. Allerdings habe ich gehört, dass Marvin seinen Penis im Schneesturm verloren hat. Also Muchachos, falls ihr irgendwo was ganz Kleines im Nebel findet, dann ist das Marvins Penis. Wir bitten um Rückgabe. Im Nebel. Einen zweiten kann er sich leider nicht kaufen. Nein! Wir sind hier von gutem Wetter auf Marvins Penis gekommen. Ich glaube, da ist eine kleine Veranlagung Dekos-Seite aus. Eine kleine Veranlagung auf jeden Fall, sehr klein. Er denkt 24-7 an meinen Schlong, also das ist schon ganz normal. Aber an deinen kleinen Schlong. Gibt er ihm auch ein... Ey, Digga, wollt ihr mich jetzt ficken oder was? Ja. Ich hab euch auch nichts getan, Alter. Baby! Ey! Digga, das ist wie bei Star Wars hier, du musst immer warten. Stimmt. So, kennt ihr schon Avalanche? Daheim. Kennt ihr Avalanche? Kenn ich nicht. Wie in der Müllpresse hier, Alter. Digga, verzieh dich! Ich habe Angst. Okay. Wir fahren jetzt rückwärts. Er hat wirklich geblockt. Aber ich hab dich nur eine Stadtfilm Sequenz gekostet. Deko ist immer schon mal das Todes. Vertrau niemals Deko. So, kennt ihr Avalanche? Hä, vertrau immer Deko. Aber vertrau niemals anders von uns. Das ist tödlich. Kennt ihr? Nee, Deko, Avalanche? Niemals. Digga, Marvin, so Instant Karma, Alter. Ey, so ich hab doch noch geblinkt. Trottel. So, tut mir leid, Kev, dass du wieder derjenige bist, der jetzt leiden muss. Tut mir auch leid. Kein Problem, weißt du. Avalanche, ich mach nichts. Ich habe nichts gemacht. Habe ich dich erwischt? Die Karre ist wieder ziemlich geil. Ja, aber ich bin drauf. Weil ich der King bin. Digga, Deko, try it wieder nach vorne oder was? Tu ich gar Digga, nicht. Digga, so ein mal. Deko, ey. Letzte guck mal, das ist der Dritter und alle sagen, Deko try it. Digga, weil du gerade verkackt hast. Digga, wie kannst du da mal verkacken? So, Digga, dich hau ich jetzt weg. Digga, hier ist genauso breit sind wie die Karre. Digga, dich hau ich jetzt richtig weg, ey. Komm hierher. Komm hierher! Was hab ich denn getan? Ich kann da nicht drauf! Na? Der ist fällig. Nein, bleib nicht. Ich mach nichts. Digga! Vertraust du mir? Nein! Ja? Natürlich nicht! Okay, das ist dein Fehler. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Nein! Ich mach nichts, ne? Deine Hände sind weg von der Tastatur. Du musst es irgendwie schaffen. Ich fahr weg, ich fahr jetzt nach hinten. Ich dachte, deine Hände sind weg von der Tastatur. Hab ich auch gedacht. Digga, ich muss ihm helfen, ja? Ich kann nicht. Digga! Jetzt fahr doch weg da! Digga, jetzt wird's lustig, wenn Kev noch dabei ist. Hilfe! Alter, Dankeschön. War das knapp, ey! Junge, und weg da mit dir! Erstmal hier den Boss aussortiert. Ey, ganz ehrlich, Deko wäre sowieso durchgekommen, aber ich hätte mich fast ins Aus katapultiert. Wow. Hä? Wow. Ich wäre kein bisschen gerade durchgekommen. Doch, weil ich hab dich doch durchgedrückt und ich wäre. Ja, ich wäre fast runtergeflogen. Ich hätte auch noch ein Stück weiter fahren müssen. Digga, was könnt ihr eigentlich? Man muss hier nur langsam fahren, man darf nicht ganz links an die scheiß Wand. Er ist einfach zu groß. Digga! Er ist einfach zu groß, das höre ich auch immer. Digga! Deko! Digga, mach mal so eine Spasti, Alter. Das war schon ziemlich skillig. Nein, Marvin ist ein Spasti, wer ich? Hä? Ich hab in dieser Map noch nicht erlebt, dass ich auch komme. Helf mir mal. Digga, verzieh. Hey. Nein! Jetzt hilf ihm doch! Helfen Sie mir doch! Deko,
Digga, er soll runterfallen! Geht doch, danke dir. LOL! Nein! Siehst du? Wie hast du mir gleich geholfen, Deko? Ey, so ein Lachslauch. Hä? Digga, wir haben dir rübergeholfen, genauso wie du es wolltest. Bist du, wenn du runtergefallen bist, ist dein Ding. Ey, Deko, wir. Ich mach doch überhaupt nichts! Junge, du blockst! Digga, Entschuldigung, dass man eine 90-Grad-Kurve machen musste, Alter! Du blockst, halt die Schnauze! Wir hätten dich auch vorlassen können. Du weißt doch, dass ich besser bin. Digga, wohl! Nein! Ich hoffe, du verkackst übertrieben hart, ey. Nee. Ey, Junge, try wieder nach vorne, Junge. Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich warten oder was auf dich? Zum Beispiel. Warum sollte ich das? Damit ich an dir vorbeiziehen kann, damit ich dann try haben kann. Aha. Der Klassische. Der Klassiker. Stattdessen komme ich jetzt wieder zurück. Und wir gucken mal, was passiert. Digga, mit dem kleinen Tappen hier, Alter. Ja, jetzt steht da ein Mr. Bean-Auto, Alter. Geh mir weg, Junge. XA21, damit kann man jetzt richtig heftig rasieren. So. Digga, wo seid ihr denn schon? What the heck? Digga, wir sind ein Punkt weiter, lol. So ein Trottel, Alter. Ein Punkt weiter, okay. Wir sind gerade 15 Minuten in irgendeine Richtung gefahren, Alter. Er sagt, ein Punkt weiter. Oh? Wir sind ein Punkt weiter, ist oder hinten? So. Ey, diese hässlichen Wracks. Irgendwie war ich so weggedrückt. So, kann ich Deko jetzt irgendwie hier wegräumen? Alter, die sind gar nicht so Digga, einfach. Ich war doch fast durch schon, Alter. Ja, diese Wracks, die drücken einen echt nach links und rechts, Junge. Gib Gas, Deko, gib Gas. Nein! Digga, Marvin, auf damit! Digga, wie ich gerade deinen Arsch noch gerettet habe, lauf mir nicht voll! Kein Stück, Alter! Sag, er bedrängt mich hier richtig unverschämt von hinten, Alter. Digga, schon wieder hab ich dich dann... Digga, du hast mich gerade fast runtergeschoben, das hast du gemacht! Zweimal habe ich dein Leben gerettet. Deko macht, Deko macht langsam und blockt dann alle und dann sieht er nicht, dass er blockt. Und jetzt. Ah! Ey, so verdient! Alter! Ich muss schnell rüber! Nein. Ja, ich muss schnell rüber! Hallo Marvin! Hilfe! Das war Kev! Ich will sagen, das war Kev. Schon mal wieder leise und vorsichtig nach vorne tryharden. So, ich fahre extra rechts lang. Nee, scheiße, ich fahre überhaupt nicht so lang. Ich fahre gar nicht. Oh, 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 oh. Nein! Lol. Ey, ich schaff doch immer die Auffahrt. So, schneller, schneller, schneller. Ich hab schön Marvin zugesehen, wie er runtergeflogen ist. Ich bin auch die Auffahrt nicht draufgekommen, Marvin. Du zweimal. Hast das Ziel! Boom! Double win! Wow. Wow. Double tryhard win. Ey, Junge, das ist und das schwerste letzter? Element. Oh, Alter, Marvin. Ey, Junge, ich kann hier einfach nicht fahren. Zum vierten Mal falle ich runter. Hast du den Punkt abbekommen? Ich werde dich nie beenden. Du hast den Punkt. Oh, Mann, Alter. Ja, das sind doch Schwanzkerl, das sind doch Schwanz. Oh, Alter, war das schlecht. Das war so schlecht, ich hab noch nie was Schlechteres in GTA gesehen. Wie, das wird noch spannend, Marvin. Warte, ja. Marvin ist hier runtergefallen, Jeff, hier. Nein! Ich wollte gerade tun! Ja! Ja, Mann! Ich hab den Punkt gekriegt. Oh. Richtig sneaky, Boss. Oh, richtig sneaky, dann. Hey. Jawoll! Jawoll! Pauf, pauf, pauf! Pass auf, Muchachos! Cap kommt nicht mehr ins Ziel. Das wird spannend jetzt. 10, 9, Cap, du musst gerade auslenken. Gerade auslenken. Leak! Ja, er kommt rein. Das war eine spaßige Runde, Muchachos. Wenn ihr es genauso gesehen habt, zeigt es mit dem Daumen nach oben, checkt die Sicht von Kev ab. Bis dann, ciao.